Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Samstag, dem 23. Januar. Wir dürfen heute 5 Drinks im Saloon bestellen, Freeroom-Events dürfen gespielt werden, Habichte dürfen gerupft werden, Missionen für den Bahnbeamten abgeschlossen, hatten wir erst vor ein paar Tagen gehabt, Spieler in Freeroom-Events mit Sprengstoff getötet, Tiere auf dem Pferd verstaut und Tiere mit der Wurfwaffe getötet. Die rollenspezifischen Herausforderungen, die seht ihr hier. Unter anderem dürfen wir da heute große Tierkadaver an Cripsilein spenden. Kann man natürlich kombinieren mit den Tieren auf dem Pferd, ist aber ein bisschen umständlich, würde ich euch lieber auch den Jagdwagen empfehlen. Für Tiere auf dem Pferd verstaut gilt natürlich auch am Pferd verstaut, das zählt genauso. Aber ich denke mal, diese Herausforderung dürfte heute kein größeres Problem sein. Auch nicht der Bussard oder der Habicht. Bei mir war das heute, weil mein Lager heute in der Wüste schon wieder stand, habe ich das natürlich bei Ratskeller vorgemacht. Da war ein Bussard heute früh, ein Rotschwanzbussard, auf dem Dach gesessen. Und den habe ich natürlich dann gleich gerupft und dann ruckzuck war das Gold eingesackt. Das ist hier Ratskeller Fork, das ist nördlich von Tamelwied und wenn ihr Glück habt, so wie ich letzte Woche, hatte ich dort 2 Bussarde auf diesem Tor gehabt und die zählen dann natürlich genauso, Habicht oder Bussard, ist egal, ist das gleiche. Und hier Königsbussard, der würde dann auch zählen natürlich, Ratskeller Fork, hier seht ihr es auf der Karte, auf dem Dach und da am Tor natürlich und es gibt natürlich südlich von Valentine natürlich Twinstack Pass. Da schaut ihr mal nach oben. Entweder, also links müsste ein Bussard sitzen und rechts ein Adler. Das ist hier Mount Shorn Archivaufnahme. Habe ich nochmal rausgesucht, weil wenn man es am Tag macht, eine sehr schöne Aussicht. Und da kann man auch dort einen Bussard sitzen sehen und neben dem S ein Adler. Also bei Strawberry in der Nähe natürlich. Und den hatte ich um Weihnachten rum zusammengeritten mit dem Pferd kurz drüber. Der saß da und ich war so schnell mit dem Pferd, der konnte gar nicht mehr wegfliegen. Also da bei dem E unter Blackwater könnt ihr auch einen Bussard öfters sitzen sehen. Und jetzt sind wir wieder zurück bei Ratskeller Fork von heute früh. Das waren jetzt alles natürlich Archivaufnahmen. Und bei Ratskeller Fork ist natürlich noch ein Familienerbstück vergraben. Könnt ihr euch bedienen. Und natürlich, ich sag's immer wieder, Ratskeller Fork ist gut für Pferdestimulanz, Pferdearznei, Pferdeplätzchen, Pferdeerwecker mitnehmen, wenn ihr da heute die Bussarde oder Habichte machen solltet. Und das mit den Tieren auf dem Pferd war natürlich ruckzuck erledigt. Und ich habe die, die ich nicht abtransportiert habe, nicht in den Jagdwagen gemacht. Nein, ich habe sie gehäutet und dann zu Cripsilein gebracht aus natürlich Zeitgründen. Ich muss natürlich jeden Tag zuschauen, dass das Video irgendwie fertig wird und dann immer den Jagdwagen zu holen. Da lasse ich lieber ein paar Dollar liegen oder gute Spenden an Krips. War sowieso voll. Aber jetzt kommen wir zur Emerald Ranch und ich sag's euch, es waren alle Tiere tot, wo ich heute da war. Es waren da 2 Typen, die haben alles tot gemacht. Ich habe da kein lebendes Tier mehr gesehen. Es waren alles tote Tiere nur da. Deswegen ruckzuck Lobby gewechselt und dann natürlich das Schaf hier zum 5. Mal mit dem Beil getötet und dann rein als Show-Effekt dachte ich mir, gehst du schnell rüber auf PlayStation, die lief ja eh schon und dann zeige ich euch das noch, wie das mit dem Dynamit funktioniert. Also große Tiere mit Dynamit könnt ihr natürlich auch noch Fische, geht nicht mehr. Also ich denke mal, das haben die rausgefixt. Früher haben wir da Stange Dynamit ins Wasser geworfen und dann waren da 5 Fische tot und das war dann schnell erledigt und ich glaube, das ist gefixt. Wenn nicht, dann schreibt das in die Kommentare, aber ich glaube, das ist raus. So, und dann natürlich nach Madame Nazar und an Madame Nazar 3 Teile verkauft. Und sie steht heute bei Teeth Landing südlich von Blackwater. Leute, das war's schon und ich sag ciao.